Was ist eigentlich ein Bit? Ja, spätestens seit der Filmreihe Matrix kennen wir dieses Bild. Einsen und Nullen, die ganz mystisch über den Bildschirm kriechen, so wie hier. Und das sind Bits. Bit ist die Kurzform für Binary Digit, Binärzahl. Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit im Computer. Ein oder aus, wie die Stellung eines Lichtschalters. Eins oder Null, wahr oder falsch, das binäre System. Auf diesem simplen Prinzip basieren alle digitalen Geräte. Man könnte auch Binärgeräte zu ihnen sagen, eben weil sie mit Binärzahlen arbeiten, nur mit 0 und 1. Digital meint aber dasselbe. Ein Bit ist also eine Information, ja oder nein, an oder aus. Mehrere Bit sind eine komplexere Information, zum Beispiel eine Zahl. Mit einem Bit lassen sich zwei Zustände darstellen, mit 2 Bit 4, mit 3 Bit 8. Mit 8 Bit lassen sich schon 256 Zahlen unterscheiden und so explodieren die Möglichkeiten mit jedem weiteren Bit. Moderne Computer benutzen sehr viele Bits gleichzeitig, deshalb können sie auch super schnell rechnen, auf ihre Art. Doch Bits sind nicht nur zum Rechnen da. Prinzipiell kann man alles Mögliche mit ihnen machen. Alles, was sich digitalisieren lässt, lässt sich mit Einsen und Nullen darstellen. Fotos zum Beispiel oder Videos, Audios selbstverständlich auch. Und auch euer Netflix-Stream oder auch am Ende dieses Video besteht am Ende nur aus einer unendlichen Abfolge von Nullen und Einsen. Man könnte sagen, Bits sind die Atome der digitalen Welt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und auch gefallen. Wenn ja, dann denkt doch über ein Like oder ein Abo nach. Gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.